Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Donnerstagmorgen, einen wunderschönen. Ja, ihr seht, ich habe ja in der letzten Folge unsere Wiesen mit den Nummern so 40, 31 und 32 gewickelt. Und jetzt haben wir eben noch 82 und 77, wo wir noch fertig wickeln müssen. Und ich habe ihn hier schon mal aufgefahren und 1, 2, 3, glaube ich, sind Ballen schon gewickelt. Wer mir auf Instagram folgt, hat wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass die neue Seitenkonsole von LS Seitenkonsolen war, unten in der Videobeschreibung ein Link zu denen ist angekommen ist. Und die funktioniert soweit auch relativ gut und alles. Und wenn ihr mal Knacken hört oder so, wie zum Beispiel das jetzt. Das war das Zündschloss für den Motor. Habe ich nämlich natürlich auch schon belegt, so einen Schlüssel umgedreht und da springt das gute Teil hier an. So, wir machen jetzt schon mal wieder weiter mit unserem Wickeln der Ballen. Große Radio an, so. Ah, genau, es geht ja immer. Ich war wieder voll der Meinung, da muss man ja wieder irgendwie was einschalten, aber nee, das macht er tatsächlich automatisch. Habe ich auch nichts dagegen. So, das einzige Problem, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, ich muss den Frontlader tatsächlich immer noch mit der Maus steuern, da. Ich weiß nicht genau, ob es nur bei mir so ist, aber der LS im Thema Seitenkonsole für die Frontladersteuerung ein bisschen Probleme hat. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass, wenn ich hier zum Beispiel oben eingestellt habe, dass zum Beispiel der Joystick, war bei der alten Seitenkonsole auch schon so, dass wenn der Joystick neben mir in der Neutralposition war, dass im Spiel gemeint wurde, ja, er muss den Frontlader absenken. Das ist natürlich nicht so angenehm, weil dann hat er den Frontlader die ganze Zeit, wie zum Beispiel jetzt, wie wir ihn jetzt haben, so, würde nicht gehen, der würde dann die ganze Zeit so runtergehen, weiter runtergehen und uns so lange hochdrücken, bis der Frontlader so steht, wie er, dass er nicht mehr weiter nach unten geht. Ich habe mir jetzt da schon ein bisschen einen Plan zurecht gemacht, dass ich mir einfach eine Halterung irgendwie hinbastel, dass der Joystick in einer bisschen einer anderen Position seine nicht ganz natürliche Neutralposition hat, aber so, dass sie in der Lessing Neutralposition wäre. Muss mal gucken, ob der Plan so aufgeht. Aber wenn ihr die gleichen Probleme mit dem Thema Seitenkonsolen und Joystick für den Frontlader habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann weiß ich immerhin, dass ich nicht der Einzige bin. So. Immer ein paar. Zwei Stück haben wir hier oben noch rumliegen. Die wickeln wir natürlich auch schön mit. Zack. Und da hinten noch eine, werde ich aber rückwärts hinfahren. So. Dann nicht so weiter, wenn ich in den Baum rankomme. So, Ballen ablegen. So, da haben wir den letzten, glaube ich. Was ich natürlich hoffe, dass ich das Problem mit dem Joystick bis zum Verladen der Ballen gefixt habe. Es ist zwar kein Muss, aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn ich es mit dem Joystick machen könnte. Das wäre auf jeden Fall für mich ein bisschen angenehmer. Oder wir senken den erst hier unten ab. Wenn wir nicht ganz so schnell unterwegs sind, so, passt. Dann wird jetzt der erste Luzerne-Ballen gewickelt. Mal gucken, wie das Ganze denn jetzt aussieht. Okay, nimmt man ganz normal auf und wickelt ihn, ja. Finde ich gut, finde ich in Ordnung, passt mir. Das möchte ich tatsächlich, ja, der ist schon gewickelt. Wir nehmen den Action schnell auf und dann möchte ich tatsächlich ganz kurz im Menü was gucken. So, und zwar. So.
Okay, weil 77 steht dran, es ist abgeerntet. Also ist wahrscheinlich doch nicht wie eine Wiese, dass es nachwächst. Weil normalerweise dran schon wieder dran steht im Wachstum, denn wenn wir hier das Gras anmachen. Aber bei der steht auch abgeerntet dran. Dann kann es natürlich heißen, dass es doch nachwachsend ist. Ja, wir werden es einfach mal im sehen, wenn wir jetzt dann waren hier alle gewickelt haben. Und so in guten 3 Stunden wahrscheinlich werden die ersten Halme wieder nachwachsen. Und wir hoffen, dass wir bis dahin die Ballen alle von den Feldern, von den Wiesen haben, damit wir nichts kaputt fahren können. Aber das sieht mir meines Erachtens danach aus, wenn das nachwachsen könnte. Ich bin jetzt auch nicht der volle Luzerne-Profi. Müssen uns natürlich dann noch unsere Felder auch noch kümmern. Ich weiß schon gar nicht mehr, was alles drauf ist. Ich glaube Sojabohnen und Weizen. Haben wir hier noch welche liegen? Vorhin haben wir keinen. Oh, hier haben wir auch noch ein bisschen stehen gelassen. Kann ich nicht kaputt fahren, okay. Warte mal ganz kurz auf unsere Felder gucken. Wir wachsen. Okay. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Um die müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die uns überreif werden. So. Alles, ja, das stimmt, was mir übrigens sagt, der ist ultra windig. Weil ich bin hier fast im Strand rumgekommen. Also im Thema Wendigkeit, glaube ich, kommt ihm keiner so schnell nach. Bist natürlich auf der Lindner Lindtrack mit, aber der hat auch Vierradlenkung, muss man sagen. Dann lassen wir wieder runter und dann liegt schon der Nächste direkt parat. Oh, hier liegen selber dicht, die Ballen. Entweder lag hier so viel oder. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich aus Versehen vergessen habe, mein Fenster zu schließen. Wenn man jetzt ein paar Hintergrundgeräusche hört, wie zum Beispiel Vögel, Autos etc., dann tut es mir leid. Dann kommen wir hier wieder hoch.
Ja, wenn ich hier so gucke, liegen auf jeden Fall noch die ein oder anderen Luzerneballen rum. Dann haben wir auch noch die ganzen anderen Grasballen. Also das heißt, da kommt schon ganz gut was an Ballen rum. Bisschen mitgeschoben. Geht der rein oder? Ja, geht nicht rein. Mal ein bisschen anders da hinfahren. Ja, das wird zum Thema. Einmal machen noch einen Versuch, wenn es dann noch nicht klappt, dann schiebe ich ihn rum. Auch nee, jetzt hängt er. Ah ne, okay, ist gut. Alles gut. Hier haben wir sie. Würde ich sagen, fahren wir einmal mal. So. Würde ich sagen, fahren wir einmal ein Vorgewende, wenn man es so nennen kann. Ein Ballenvorgewinde. So, dann geht der nächste Weg gleich wieder da vorne. Hat es kurz mal angehoben. Da ist der hier für den vorherigen Bereich schon der letzte. Sieht auf jeden Fall so aus. Also irgendeiner hätte sich irgendwo in dem Busch drin versteckt. Dann nehmen wir den nach oben. Zack. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass das Wickeln der Ballen länger dauert. Aber ich muss sagen, es ging jetzt doch eigentlich relativ flott. Also ich hatte Ballenwickeln eigentlich immer als ziemlich langweilige und langwierige Arbeit im Gedächtnis, aber bis irgendwann gerade geht es eigentlich meines Erachtens relativ schnell. Ich weiß zwar nicht, wie es fürs Zuschauen ist, aber wenn man selber ein bisschen was macht, dann geht es eigentlich relativ entspannt. So, den werden wir uns zurechtschieben. Wir haben ja den Frontlader dran. So. Oh ja, perfekt. So, trotzdem ein bisschen an unseren Vorderreifen dran geschliffen, aber das kann man auch nicht mehr vermeiden. Dann haben wir jetzt noch 2, 4, 6, mit dem hier vorne 6.
Ballen, wenn ich keinen übersehen habe, wo wir noch zu wickeln haben. Und da können wir uns eigentlich schon unseren Ballenwagen schnappen und Gabel ran. Und dann ab geht's. Oh, ich höre schon, wie das Geld dann gleich bald klimpern wird in unserer Tasche, Alter. So. Gehen wir mal scharf. Nehmen wir den mit. Oh ja, geht's. Ich dachte schon wieder, der bleibt irgendwo hängen. Aber nee. Ich habe jetzt absichtlich gewendet, weil ich zuerst den vorderen Teil hier machen will und mich dann nach hinten vorkämpfen, und dann bin ich mir sicher, dass wir hier vorne keinen vergessen haben. Aber wir gucken nochmal die Runde. Ballen, 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 gewickelt, aber noch gewickelt, passt. Lass mal den wieder runter, nehmen den nächsten auf. Senken wir das gute Stück wieder. Nehmen den hier auf. Und dann liegt da, so wie es aussieht, schon der letzte. So, letzter Ballen. So, ich scroll mal ein bisschen raus und fahre mal ein bisschen die Runde und mal genau gucken, dass wir keinen vergessen haben. Ein bisschen den einen gestriffen. Ne, aber sieht gut aus. Passt, dann können wir das Teil zusammenklappen und dann wieder zurück zum Händler bringen und dem zurückgeben, weil jetzt brauchen wir es fürs erste nicht mehr. Wenn wir natürlich dann mehr Ballen mal machen wollen, mehr Silageballen, wird sich, glaube ich, schon interessant, so einen Ballenwickler zu kaufen. Herr Fürsiger, bitte passen Sie auf, hier ist Verkehr. War nicht so, oder hat die auch die Farbe von Johnny hier? Ich glaube schon. Was mir gerade auffällt. Sehe nur ich das, oder sieht das irgendwie nicht so ganz gesund aus mit dem Frontlader und der Aufnahme? Egal, ich glaube eher, die ist für John Deere Frontlader konfiguriert. Und nicht für Stoll. Aber es gibt, soweit ich weiß, nicht John Deere. Aber wir werden gleich mal kurz nachgucken. Wenn wir schon am Händler sind. So. Dann fahren wir ihm das Teil hier mal in den Trigger. So, passt. Abhängen. Stückchen vor. Drüber gesprungen. Ja, ich habe ihn schon gleich mal ausgewählt. Gucken wir mal ganz kurz. Da, Frontladerbau, ja. Es gibt nur ja oder nein. Und das ist meines Erachtens schon deren Aufnahme. Muss ich mal gucken, ob wir uns dann schon deren Frontlader kaufen. Wenn wir mal ein bisschen Geld haben. Ja, die geben wir zurück. Ja, danke schön. Aber jetzt wird tatsächlich nochmal schnell was gekauft. Und so, das möchte ich zum Ballen verladen haben, weil es, glaube ich, dann um einiges leichter geht auch. Habe ich es hoffentlich mit draufgenommen. Jede Menge Frontlader. Ah ja, ich habe es mit draufgenommen. Gut. Und zwar möchte ich eigentlich das CSZ. Gabel, Ballengabel. H
haben. Wichtig für uns sind wohl nicht, wenn sie schon Terrakotten-DLC haben. Ja, habe ich eh nicht. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied von denen allen? Ah, klappbar? Wenn, dann würde ich schon sagen, klappbar. Ich verkaufe mal den hier. Ich glaube, da tun es dem wieder 20 Spieße auch, oder? Aber bei die 50 Euro ist jetzt auch schon egal. Wir kaufen uns das Teil. Ja, aber wir brauchen leider passt. So, na, stellen wir die Gabi einmal mal ab, weil ich möchte die tatsächlich trotzdem nicht verkaufen, denn wenn ich mal was zum Arbeiten habe, wo ich kein Autoload benutzen kann oder will, dann werde ich tatsächlich die benutzen. So. Zack. Dann gucken wir mal ganz kurz an, was sie kann. Und dann zum Aufklappen, beispielsweise ändern, dann haben sie eine Ruppe im Stapel. Gut, gucken wir uns dann am Feld an. So, was ich jetzt tatsächlich machen werde, wird mir den Stau hier auflösen. Motor gestartet. So, dann machen wir mal den Schwade hier auf, weil den brauchen wir gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sind wir denn. Oh. Wie sind wir denn immer reingefahren? Vorwärts, glaube ich, und dann rückwärts drin geschoben. Da steht unser wunderschöner Ballenwagen. Der letzten Mal ein bisschen gebackt hat beim letzten Mal. Ich weiß nicht wieso. Entweder hat es das ausgemacht, weil ich die Seiten irgendwie aufgeklappt hatte. Das werden wir die mal lassen. Ansonsten, wenn es halt immer noch rumbackt, dann tut es mir für ihn leid, obwohl es ja hier ein Standard ist, deswegen hat es mich ja gewundert. Ja, sehe nichts, so. Aber wenn das gleiche Problem wie letztes Mal auftritt, dann kommt er weg, weil ich habe ja noch ein paar andere schöne mit reingenommen. So. Komm ich? Oh ja, geht. Geht doch nicht, weil wir jetzt da hinten hängen. Das ist ein bisschen suboptimal. So, jetzt hat aber Schröder Partei auf. Hallo? Warum läuft hier mal an? Ah, jetzt. Ah, ich glaube, der wartet auf sein Fresschen, der hat nämlich heute noch nichts bekommen. Komm mal her, hier Schröder. Fein? Ja, fein, lass es schmecken. Passt. So, dann wenden wir mal. Presse, ich habe sie nicht geschafft. Gut, gut. Und das Gewicht dürfen wir dann nicht vergessen, dran zu machen. So. Wir werden uns wahrscheinlich, was ich mir wahrscheinlich denke, wenn wir mehr mit Ballen machen, dass wir uns ein Auto-Stack kaufen werden. So, jetzt hat er aber. Klappen wir es dann mal auf. Ja, das dürfte schon passen. Oder machen wir Ass. Und noch der auch. Da steht er. Der Steuer und die Presse wird dann später gewaschen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir die Felder von den Ballen kriegen, genau. Die Ballen von den Wiesen. Oh Gott. Zum Glück hatte ich die Spieße eingeklappt, ja schon. Wäre ja jetzt am Spieß. Also ein bisschen suboptimal, glaube ich. Ah, genau, stimmt, da ich ganz vergessen, ich hatte eine eigene Ansicht.
So, mal ganz gucken, wie klappen die auf mit. Nee, das ist schon mal nicht. Oh. Ah, okay. Ballenposition ändern. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Hatte ich tatsächlich noch gar nicht so im Einsatz. Genau. Ah, jetzt hat es geklappt. Wie viel passen darauf? 2, 3. Oh, jetzt habe ich das Gewicht vergessen. Egal, aber bis jetzt sieht es gut aus. Muss man gar keins brauchen. Okay, 3. Aber ich glaube 3 ist Maximum, ne? Wenn 4 ist, dann glaube ich schon ein bisschen overpowered. Wir probieren es mal aus. Okay, es gehen 3. Gut. Aber wir werden ihn dann auch ein bisschen vor uns herschieben müssen. Weil wir schon keinen Platz haben. So. Oh. Bisschen hochgefahren. So. Und die Ballen werden eh sofort verkauft, das heißt, dann macht es auch nichts, wenn wir durchstechen. So, dürfte passen. Ich glaube Z. Ja, Z passt. Vorsichtig rausfahren. Oh, perfekt, da steht der erste Stapel. Uiuiuiui. So. Sagt, dann fahren wir ganz kurz auf die andere Wiese rüber, weil das kenne ich immer vom 17er. Wenn wir hier zum Beispiel nur 2 Ballen drauf haben, dann war es immer das Problem, dass es dann von der anderen Palette, vom anderen Stapel, so jetzt halt den dritten, was ihm halt viel drunter getan hat. Und das war manchmal der unterste und dann ist das ganze Ding zusammengefallen und dann war das eine Katastrophe, ne? Und die fahren hier noch rüber. Und dann werden beide Johnnies nach drüben versetzt. So, passt das? Ja, das passt so. Z. Oh ja, perfekt. Dann machen wir da mal gleich mal ein Spanngut rum. Ach stimmt, der hat ja keine Spanngute, ne? Oder? Kann man ganz sicher sein? Ne, der hat keine Spanngute. Das ist halt ein bisschen das... Da weiß ich halt ein bisschen scheich, ne? Aber ja, gut. So, jetzt halt. Manchmal will das Chin-Schloss nicht so ganz. So, ich lasse ihn jetzt einfach mal offen. Wir müssen aber ganz vorsichtig fahren. Also ganz, ganz vorsichtig. Ich werde demnächst schon mal gucken, ob es den nicht mit Spanngurten gibt, als Mod dann. Weil Spanngurt ist mir doch immer ein bisschen sympathischer. Da muss man ein bisschen nach vorne auch gucken, wenn wir hier nicht komplett in den Graben reinfahren. Oh, uiuiui, ich muss halt aufpassen, da geht's runter, ist nicht gut, ist es nicht gut, ist es nicht gut, ist. Oh, geht, okay. Oh, wir sind auf einer geraden Wiese wieder, also alles gut. Dürfen nur nicht so schnell fahren auch. Ansonsten haben wir womöglich verkackt. So, wir fahren hier auch mal bisschen schon in die Mitte. Wir haben keine allzu weiten Wege, haben aber auch gerade ziehen den Wagen. So sieht das Ganze, glaube ich, ganz gut aus. Motor aus. Da wartet unser 6M. So.
Dann haben wir noch den dritten. So, zack, die Ladung steht. Und mit dieser Ballenladung will ich mich auch von euch verabschieden, liebe Leute, denn wir sind auch für heute schon wieder fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Ansonsten sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und ich schaue mal, ob ich bis morgen den Joystick zum Laufen kriege. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Donnerstag und bis morgen. Haut rein, Leute, und ciao, ciao. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.